Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir müssen hier wieder rein, wir müssen gegen den Endboss kämpfen und ich hoffe, ich kriege das irgendwie auf die Reihe. Aber irgendwie sieht es momentan gerade nicht so aus, habe ich das Gefühl. Ich kann ihn einfach nicht anvisieren, das kotzt mich gerade total an. Ja, ich weiß, ich laufe gerade hinter ihm her. Ich habe mir mein Herzen wieder aufgefüllt, mir ein bisschen Elixier geholt für 50 Rubine. Ich glaube, so sollte ich... Ah, Gott! Ein Wichser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich das hasse hier. Wo ist denn der jetzt hin? Der rennt ja echt gerade direkt von mir weg. Wie finde ich denn sowas? Ah, oh Mann, echt, ey. Kack, jetzt kommt er hier wieder lang. Was sollte das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Was habe ich getan? Ach du Scheiße, Mann. Ich wusste, dass das immer passiert. Oh Mann, oh. Ganz toll. Ein wirklich ganz toll. Ich hasse das. Kannst du ein bisschen weniger anvisieren hier? Scheiße, der steht schon wieder auf. Ist der wieder hinter mir her? Oh Mann. Ich weiß, dass ich den Schach immer entgegenrennen muss. Ich glaube, der dreht gerade wieder um. Ne, hier ist er. Tatsächlich, hier ist er. Aber jetzt kotzt mich so an. Ich will immer versuchen, mit der Kamera, also mit dem Stick die Kamera zu drehen. Und dann passiert sowas. Das war's zum Glück, ey. Eigentlich ist das gar nicht so schwer gewesen, aber ich habe mich jetzt richtig blöd angestellt und so ein Elixier verschwendet. Ah, es tut mir leid, es tut mir einfach nur leid. Das war jetzt mal wieder oberpeinlich für mich. Ist die schon wieder will, frage ich mich. So, nur wenn ich die anvisiert habe, bestimmt. Ah. Prinzessin, wo seid ihr? Seid ihr in Sicherheit? Jee! Grüne Schwabbel. Hat sie ihn erwischt, Neva? Was soll ich denn jetzt hier machen? Hat ich mal erwischt hier. Piu. Bin mich ganz sicher, aber muss ich über die Dinger drüber springen? Das sieht so eklig und gefährlich aus, weil es so extrem rot leuchtet. Oh Gott. Ich hoffe, das regeneriert sich nicht gleich wieder. Oh doch, 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 tu das. Doch, du. Die Idee muss halt erstmal kommen hier. Aber ich habe es geschafft, komischerweise. Auf das bin ich wieder irgendwie, ich weiß nicht. Das war schon irgendwie fast einfach. Oh Gott. Oh Mann. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das war diese andere Seite, wo ich irgendwie versucht habe hinzukommen, aber... Was ist das jetzt hier genau? Ach so, was? Ah. Das ist aber mal freundlich. Jetzt müsste aber hier wirklich herum sein.
braucht die Prinzessin hierfür? Wo ist sie? Wo ist die Prinzessin? Ich finde das gerade nicht mehr lustig. Steht die vielleicht jetzt hier irgendwie in irgendeinem Raum oder so? Lacht mich gerade aus. Ah. Was ist das? War das mein Teleporterpunkt? Ich habe irgendwann mal einen Teleporterpunkt gemacht, aber ich glaube, der war im unteren Raum. Ich finde das gerade nicht lustig. Wo ist die Prinzessin hin? Nein, hier war sie nicht. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe mir noch diese, die eine Skulptur da noch. Ich habe gar keinen Plan, wo die Prinzessin hin ist. Die hätte mir doch eigentlich begegnen müssen. Ich habe irgendwie nicht mal einen Herzcontainer bekommen. Sollte mir das eigentlich dann Fisch. Jetzt bin ich jetzt Fischenruhe. Oh, wir ziehen nur mit dem Ding hier und dann werfen wir einen Bumerang. Bumerang. Der Bumerang kann es einfach. Na los, hol es mir. Yay, Krams bekommen. So, jetzt nur noch meine Frage, wo ist die Prinzessin hin? Ist das nicht normal? Ist die wieder beim Ausgang? Nee. Die wurde von dem perversen Typen bedingst. Wir schaffen das hier hoch, ohne weitere Probleme. Oh. Sieht nicht gut aus. Jetzt haben wir den bösen Buben besiegt und jetzt müssen wir nicht mehr. Wohin müssen? Was? Wir waren jetzt in jedem Raum. Nein, in einen Raum kommen wir natürlich noch nicht rein, wenn es dafür die Prinzessin fehlt. Ja, okay, von mir aus. Nee, das ist irgendwie. Gemeinheit. Ich gehe nochmal zurück jetzt. Na, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ah, hab mich jetzt gerade direkt andere erwischt. Ja. Wo ist die Prinzessin hin? Ich finde das langsam nicht mehr lustig. Ich meine, die stand da immer irgendwo oder beleidigt rum wie so eine Leberwurst und hat dann so, wo ist sie hin gewesen? Kannst du mich mal mitnehmen, wenn du wohin gehst? Ah, Mann. Ach, na, wie willst du die nicht hier draufstellen? Ich dachte echt, das kriege ich hin. Ach nein, jetzt soll ich mal auf den Mann kommen. Ich meine, wo soll ich denn jetzt noch nachgucken? Ah. Ich habe auch schon mal was Besseres drin. Ich glaube, ich gehe noch mal in den Raum runter. Hui. Hüp. Da rein. Ich hätte mir hier nämlich eigentlich einen Teleporter hingebaut. Jetzt noch mal gucken. Wir brauchen nicht irgendwie noch mal ein Herzcontainer irgendwas. Verfahren. Und hier ist die Prinzessin hochgekommen. Dann war sie hier. Oh. Halt. Warte. Habe ich sie? Du bist jetzt eine Fee.
Nein, wenigstens einmal Glück hier. Diese kleine Fee wird dich wiederbeleben, wenn du keine Energie mehr hast. Recht schön. So eine Nuss bekommen. Was soll ich jetzt mit der Fee machen? Kann ich mir das auch irgendwo hinstecken, war? Ah, Mann. Ich glaube, wir rüsten die Ocarina erstmal wieder aus. Und hier war die Prinzessin dann. Und dann war sie hier. Bei dem Wackelpudding. Kacke, jetzt ist das Vieh wieder da. Dann ist sie vermutlich hier irgendwie rübergekommen. Weil sie sich immer so viel traut. Nichts weiter. Ich fühle mich so dermaßen verarscht gerade. Wo ist die Prinzessin? Ich verstehe das nicht. Warum hat dieser Wal Wackelpudding in sich drinne? Wenn sie jetzt hier irgendwo rumstehen würde, dass sie so sagt, so, oh, bist du auch endlich da und so, dann wird das schon wieder alles kein Problem, aber was? Soll ich mal eben, ich mach mal eben eine Unterbrechung und gucke jetzt mal im Internet nach, wo die Prinzessin sich versteckt hat. Oder was ich machen soll, damit ich da zu zweit reinkomme, weil so schwer bin ich jetzt einfach nicht. Ja, nein, das hat ja schon alles irgendwie so seine Richtigkeit gehabt, tut mir leid. Ich habe echt gedacht, ich finde hier die Prinzessin irgendwie wieder, aber... Das ist nicht die Prinzessin, die ich nehmen soll, sondern eigentlich so eine Kiste hier. Ah, Mann, das hat mich gerade voll angenervt. Oh, wenn man sowas sieht, das ist unglaublich. Ich schaff das schon. Reicht das, wenn ich die Kiste einfach ablege oder so? Genau, sehr schön. Das war doch nicht mal der Endboss. Das ist ja das Schlimme daran, ich habe mein Elixier an dem Typen da verballert. Ich bemerke, ich hätte vielleicht zwei Leben oder so verloren beim zweiten Mal halt. So, das ist jetzt der Raum vom Endboss hier. Der Boomerang macht das schon. Ja. Ich muss nach da hinten. Jetzt, wenn ich einfach drüber tapple. Ist die Viecher bestimmt. Gott. Ich will gerade sagen, ich habe gerade noch was gehört. Das sieht gar nicht so golden aus. Sieht einfach nur böse. Wirf das. Geworfen, aber nicht getroffen. Was ist denn das? Drecksmist, wie. Ah, ha, 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 ha. Kein Wunder, wenn die alles so komisch wackelt und wackelt und hin und her dackelt. Tatsächlich. Au! Oh Gott! Ah, sind das jetzt lustig, wa? Das Vieh. Da ist noch eins. Weg mit dir. Ja genau, gib mir ein paar Kerne dafür. Ich dass jetzt ich da eh vorbeigehe. Meine Goldnuss, Goldhula. Ich habe schon viel hier drin gefunden in dem Dungeon. Jetzt muss ich noch gucken, was da oben drauf ist. Mhm. AI, ach so, okay. AI. Hä, hat er das jetzt nicht getroffen oder was? Jetzt. Ah, okay, gut. Dann hat sich das auch erledigt hier alles.
Und jetzt können wir in den letzten Raum gehen. Oh nein. Aber ich glaube, das ist bei der Fee halt so, wenn du dann, also wenn ich dann sterbe. Oh Gott, wenn ich dann sterbe, dass sie mich dann einfach wiederbelebt und wir weiterspielen. Aber nur 3 Herzen bekomme. Oder ich heile mich mit ihr. Aber ich glaube, das ist okay, wenn ich die einfach nicht ausgerüstet habe direkt. Oh Gott. Sie hat ja nur geschrien Tentakel. Ein Elektro-Tentakel. Quallenviech. Viecher? Alter, was ist das? Oh Gott, das sieht irgendwie... Ach, sehr schön. Ja, okay, alles klar. Elektromagnetisches Biotentakel. Barinade. Nicht Bionade, Barinade. Schlimmer als alles andere. Was soll ich hier eigentlich zielen? Ah, sehr cool. Die Tentakel, also die hier so lebendig rumtentakeln. Schätze ich mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht der hier? Was macht der hier? Was eine Party gerade? Oh Gott, ich kicke gerade so dermaßen. Ich kicke gerade alles ab. Ich glaube, das ist gut, wenn ich die Dinger hier zerstöre. Der macht bestimmt keine neuen davon. Ja, genau, erstmal noch ein Herz her. Au! Ah, verdammt! Ich muss da bestimmt hinkommen. Mist, der hat neue gebildet. Ist gar nicht gut. Ich ignoriere den mal eben. Au, 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 au. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich sollte hier weg. Ich sollte hier schleunigst. Oh, verdammt, ist das ein mieser kleiner. Mieser. Das ist unglaublich hier gerade, was hier passiert und abgeht. Es ist gar nicht so leicht, ihn damit zu treffen. Au! Oh Mann! Oh Mann, warum passiert mir das immer? Sehr unangenehm. Was passiert hier eigentlich gerade? Aha, der war direkt hinter mir hier. Ich bin hier einfach nur gefoltert gerade. Ist das gut? Habe ich ihn schon besiegt? Ja, tatsächlich. Yay. Okay. Im ekeligen Schleim stehe ich jetzt hier. Musst du eben das Fenster schließen. Und ein Herzcontainer, endlich. Ja, das war jetzt der Hauptgegner. Yay, huhu. Es war zwar sehr brutal, aber es hat nicht so viel abgezogen. Und da ist die Prinzessin im Lichtstrahl. Oder? Ja, doch. Ich weiß jetzt, ohne dich herausgehe. Du bist spät dran. Warum hast du lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Na gut, wieder ein bisschen länger gespielt. Aber... Dabei wollte ich doch nur kurz nachgucken und dann irgendwie ein Stückchen weitergehen.
Ah, das glaube ich muss ich nicht schneiden. Was macht die hier eigentlich mit mir gerade? Oh Gott, was geht hier ab? Hey du bist cool. Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet, ich danke dir. Ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Heiligen Stein. Bitte. Du sprichst von Heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay, ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Dafür muss ich den nur heiraten, na okay. Was passiert hier? Wasser erhalten. Wie schön. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Und tschüss, sag's bloß nicht meinem Daddy. Hä? Ach so. Dass ich den Stein genommen habe, oder was? Danke. Gut, cool, dann sind wir hier schon weit fertig. Wir haben jetzt alle Steine und hier, Part beendet. Bis zum nächsten Mal.